Spitze miteinander. Das ist jetzt natürlich dramaturgisch ein bisschen ungünstig, dass ich anfange. Also man fängt ja beim Sex auch nicht mit dem Orgasmus an und dann liegt man einfach so klebrig nebeneinander im Bett. Aber ich kenne Sex hauptsächlich aus Büchern. Das sind immer so japanische Manga-Bücher, die liest man eh verkehrt rum. Darum ist es vielleicht in Europa andersrum. Ich weiß es nicht. Hören Sie, ich bin auch nur da und mache jetzt halt einfach mit. Und wir stellen das zusammen durch. Ich lese gerne nur auf Zürichdeutsch weiter, einfach damit es möglichst unangenehm wird. Und der Text handelt oder spielt in meiner Kindheit, also vorgestern. Ist gestern drastisch beendet worden. Ich werde morgen im Finale dann sagen, wie. Und, für alle Katholiken, die da sind, es kommt das Wort schwul vor. Das kennen sie unter dem Fachterminus homosynduell. Einfach damit sie vorbereitet sind. Und es heisst, Kleintier bis 5 Kilogramm. Der erste Tod, den ich so richtig mitbekommen habe, war, als der Vater am Samstagmorgen mit einem in ein Geschirrtüchli eingewickelten toten Häschen in die Stube kam und gesagt hat, tja, das ist es jetzt wohl gewesen, schade. Er hat es dann vor die Füße gerührt wie ein motivierter Labrador, also ein Labrador im Nominativ, sprich der Vater hat ausgesehen wie ein Labrador, mit kurzen, struppigen Haaren und das Häschen im Gegensatz dazu gar nicht. Das Häschen hat immer demotiviert ausgesehen, irgendwie ganz leer und unbequem, gefangen in der Totenstarre und mit ganz viel Angst im Gesicht. Dabei war der Hoppeloch so ein Netter, hat der Papi gesagt, als können wir von Nettigkeit direkt auf Unsterblichkeit schliessen. Und das Mami hat beim Einatmen geschluchzt und beim Ausatmen stossweise vor sich gegeben, dass man den Toten verstarrt, die Eiter triefen, die Nager ja nicht unbedingt die eins der weniger guten Geschirrtücher hätte. Die Brüder haben wie gewohnt wenig gesagt und einfach genickt, das philosophisch langsames Nicken mit fast schon barockem und für Achtjährige sehr frühreifem Verständnis für die Vergänglichkeit und der Eintrag hat sich nach ein paar Minuten dann ein Sterben ist doch voll schwul, doch nicht können verkneifen, weil er erstens, wie jeder, der mit so Ausdrücken um sich wirft, schlicht nicht gewusst hat, was das genau heisst, und zweitens aber doch einen leisigen Schimmer von einer Ahnung gehabt hat, dass das ihm unerklärliche Schockpotenzial von dieser Aussage Stimmung in der Samstagstube für eine Sekunde oder zwei aufhellen könnte. Irgendwann ist es dann langweilig geworden, dem toten, verkrampften Tier in seinem Todsein zuzuschauen, und wir haben gemerkt, dass die Endgültigkeit etwas vom Uninteressantesten ist, was überhaupt nur gibt und haben angefangen zu besprechen, was wir dann jetzt mit dieser Kümmerleiche machen sollen. Der Vater hat vorgeschlagen, dass wir uns ja als Familie einen Diamant könnten pressen lassen als Moppel seiner Asche. Wir gönnen sich ja so schnell und die Leute denken, dass wir ein Scheissviech eh nie geworden, was uns etwa genau die Tierarztkosten eingespart haben, die so einen Diamantpressungsprozess kosten. Ein verstürztes Kopfschütteln von der Mutter und das Lachen. Also Diamanten sind jetzt aber wirklich mega schwul. Von Brüdern später, fest aus dem Thurgau, haben wir dann alle weiteren in der westlichen Welt akzeptierten Varianten abgeklappert. Ein Begräbnis ist nicht in Frage gekommen, weil die Gefahr, dass irgendein Nachbarshund die Kümmerleichen schänden würde, zu gross war und wohl erwarten auch ohne Vermutung die Kümmerleichen schon so viel zu klein. Was ganz ehrlich, wenn wir den Hoppel ausstopfen würden oder besser noch einlegen, wie ein kleines, herziges, winziges Essiggürtchen, damit wir ihn für immer in den Schuben anschauen könnten. Ich habe den Vater gefragt und ich habe eingeworfen, dass ich in meinem Was ist was Buch gelesen habe, dass die alten Ägypter damals ihre Kätzchen einbalsamiert haben und ihnen sogar ganze Kirchen gebaut haben. Und die Mutter hat nur gesagt, Tempel heisse das, Tempel nicht und dass sie als Hauptausmisterin vom Stall ja wohl immer noch das letzte Wort hätte und so einen mumifizierten hohen Scheisskümmel ihr Sicherheitshaus hinein, weil sie ja dann doch immer nur die Einzige wäre, die man putzen und entschrauben und überhaupt nicht, weil das mal irgend so einen reichen Nordafrikaner mit seiner Busse gemacht hätte, heisst das noch lange, dass ich das an der Familie lassen eigen würde. So. Mein Vater hat sie dann unterstützt, teils weil er so wählen hat und teils weil er sich immer noch ein bisschen schlecht gefühlt hat dafür, das gute Geschirrtuch von der Schwiegermutter so verschandelt hat. Denn der Reiter, die Hase, ist ja schließlich kein Jesus gewesen, wo man einfach so aus diesem Haus aufs nächste billige Leintuch tätschen und das dann wieder teurer Kinder zurückverkauft. Meine Mutter hat recht, Mumifizierung ist nichts für Hausäsli, hat der Papi und Mami zugestimmt, mit einer Katze können wir das eben machen. Katzen haben im Gegensatz zu Kümmel eben Stil und Stil gehen über Grenzen vom Lebendigsein hinweg. Stil sagen eben all das, was ein Hase nicht hat. Stil sagen es elegant strecken aus dem Badzimmermetterli am Morgen. Stil sagen am Futter zu schnuppern und dann sind scheinbar, dass das nichts für einen sagt. Stil sagen genau den Blick, mit dem Kater genau die Haare auf den Teppich kötzelt, wo er sich eine Minute vorher aus dem eigenen Sack weckt hat.
Einbrandgeräusch vom Hoppel seiner kalten Füße auf dem Containerboden von der Kadaversammelstelle Wilsdorf, Zürich-Unterland. Ein paar Stunden später hat uns dann alle wieder etwas geerdigt. Und was man ja nicht von vielen Geräuschen jenseits von Kirchenglocken behaupten kann, als Familie ein bisschen näher zusammengebracht. Die Mutter hat Gebühr gezahlt, Kleintier bis 5 kg, 8,50 Franken. Und der Papi hat ihr einen Kuss auf die Lippen gegeben und gesagt: Ja, Schatz, und aus dir machen Kind und ich dann aber mal mindestens einen Diamant. Weil für mich bist du halt immer noch die Busse mit dem meisten Stil.